So Leute, herzlich willkommen hier aus dem Fitnessstudio in Waldenbuch mit dem Rainer Retterhase. Servus. Ja, Fabian, grüß dich. Schön, dass du hier bist. Ja, danke für die Einladung. Und du bist ja gerade mitten im Training gewesen. Und jetzt nutzen wir die Chance, um ihn mal zu fragen, wie schaut es denn eigentlich aus mit den Investments in Baden-Württemberg? Im Mehrfamilienhausbereich vor allem. Es wird ja immer schwieriger, Mehrfamilienhäuser zu finden. Und vor allem in Stuttgart ist es ja nahezu unmöglich, da irgendwie was mit einem anständigen Cashflow zu bekommen. Welche Städte in Baden-Württemberg würdest du so chancenreich bezeichnen und welchen ist der Zug schon durch? Naja, ich bin jetzt seit 30 Jahren in der Immobilienbranche, seit 15 Jahren selbstständig hier in Stuttgart oder mit Stuttgart. Und wir haben aber auch Projekte bundesweit und auch in Baden-Württemberg. Und ja, du hast recht, es wird immer schwieriger, hier, sag mal, Schnäppchen zu kriegen. Wir haben jetzt im Neubaubereich, rufen wir hier in Flughafennähe so zwischen 6.000 und 7.000 Euro auf. Für Kapitalanleger nur interessant, weil halt die Mieten auch entsprechend im Neubaubereich noch einigermaßen funktionieren. Mhm. Wir haben hier möblierte Wohnungen, rechnen hier mit 20 bis 22 Euro. Deswegen kann auch eine Wohnung, die, sag mal, vom Quadratmeterpreis relativ teuer ist, doch ein gutes Investment sein. Man hat natürlich im Bestandsbereich, hat man natürlich dann in der Regel höhere Renditen, aber auch in so Ballungszentren wie Stuttgart ist es schwierig. Wir haben zum Beispiel morgen haben wir jetzt ein neues Mehrfamilienhaus auf dem Markt mit offener Besichtigung in Stuttgart-Möhringen. 11 Uhr, ja. 11 Uhr. Da erwarten wir schon einen großen Ansturm und gehen davon aus, dass das Objekt auch sehr schnell geschlossen wird. Und da kann natürlich auch passieren, dass das vermeintliche Schnäppchen dann auch dann von Mitbietern quasi dann auch auf einmal nach oben getrieben wird und dann, dass die Rendite sich dann doch wieder sinkt. Wobei Rendite ist ja immer ein Faktor des Risikos. Und wenn hast du eine hohe Rendite, hast du auch ein höheres Risiko. Die Leute zahlen ja solche Preise, weil sie davon ausgehen, gerade in Stuttgart wird der Markt stabil bleiben. Mhm. Es wird aufgrund der Kessellage nicht so viel gebaut werden können. Auch wenn Stuttgart 21 hier 10.000 Wohnungen schaffen könnte, das wird doch ein bisschen dauern. Und das Eiermann-Quartier hier, das ehemalige IBM-Gebäude, bis das alles fertig ist und Wohnraum entsteht, wird auch den Markt nicht entlasten. Gucken wir mal über Stuttgart hinaus, auch das Umland, wie viel der Stadt Böblingen, Sindelfingen, Steinbronn, hat sich auch schon sehr hoch entwickelt im Mietbereich. Unter 10 Euro Mietwohnung zu kriegen pro Quadratmeter ist schon sehr schwer geworden. Wenn man Schnäppchen haben möchte, dann muss man wahrscheinlich dann doch nach, ich sag jetzt mal, Villingen-Schwenningen rausgehen, nach Sigmaringen rausgehen. Aber die Immobilienrendite muss man natürlich immer als Gesamtes sehen. Du hast natürlich die laufenden Cashflow, die laufende Rendite, aber das Wichtigste ist ja die Differenz zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis. Und dort, wo der Markt jetzt schon angespannt ist, kannst du davon ausgehen, dass der Bodenpreis, der macht ja die Immobilienwert aus. Die Immobilie selber ist ja, wird ja abgeschrieben, die, sag mal, zerfällt nicht, aber ist wird ja weniger, mehr wert, ja. Ja, nichts mehr wert, kann man nicht sagen. Aber der gute Boden ist ja das, was steigt. Und das ist halt im Ballungszentrum immer besser. Wir haben schon vor 10, 20 Jahren gesagt, oh, München ist so teuer, ist so teuer. Was ist passiert? München ist noch immer teurer geworden. Mhm. Und obwohl die Rendite hier damals schon bei, was ich, 2% lag, trotzdem sind die Immobilienpreise gestiegen. Wir hatten hier vor 12 Jahren ein Objekt gehabt, das hatten wir für 3.000 Euro an die Mieter verkauft. Wir machen ja Mieterpriorisierung, also sprich Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen, damit auch der Mieter sich auch Wohnraum leisten kann, was im Neubaubereich nicht immer der Fall ist. Und die Mieter, die damals gekauft haben, oder andersrum, die haben uns damals bestimmt 3.000 Euro, wie können wir so teuer Wohnungen verkaufen? Die ersten haben für 6.000 Euro weiterverkauft und mittlerweile sind diese Wohnungen, glaube ich, bei 8.000 Euro. Also dann geht es nicht nur um die laufende Rendite, den laufenden Cashflow, sondern was habe ich am Ende des Tages? Ja. Und wir erleben gerade, dass im Immobilienbereich tatsächlich auch Preissteigerungen innerhalb von wenigen Jahren möglich sind. Ja. Gerade im Stuttgarter Raum, da haben sich teilweise die Preise innerhalb von 10 Jahren mehr als verdoppelt. Wobei Immobilien ist halt immer langfristig. Ja, okay. Sehr interessant auf jeden Fall. Also würdest du auch sagen, dass es Sinn macht, eine Immobilie zu kaufen, wenn die günstig ist, die aber jetzt nicht unbedingt den Mörder-Cashflow am Start hat, sondern über die Wertentwicklungspotenziale auch zu gehen? Das kommt immer darauf an. Dieser alte Spruch Lage, Lage, Lage stimmt wahrscheinlich noch in 1000 Jahren. Der wird sich nie ändern. Du kannst natürlich jetzt hier, ich weiß nicht, in Chemnitz, Vorstadt, kannst du, da gibt es Leerstand, da sind ganze Häuser für 20.000 Euro zu haben. Bloß, was nützt dir das, wenn du so ein Haus hast und nicht selber einziehen möchtest?
und keine Mieter findest, dann ist auch 20.000 Euro zu teuer. Mhm. Ja, deswegen, dann kaufst du lieber für 20.000 Euro hier eine Garage und weißt, die kannst du dann entsprechend dann auch vermieten. Also man muss natürlich immer aufpassen. Das, was im Neubaubereich passiert gerade, ist schon sehr, sehr extrem. Das ist, da muss man, aus meiner Sicht ist es so wie beim Neuwagen, sobald du den Schlüssel umdrehst, hast du mal erstmal 10-20% Wertverlust. Wertverlust. Ja. Aber dafür hast du halt Garantie, dafür hast du neueste Technik und weißt, du hast erst in den nächsten 5-10 Jahren relativ wenig Scherereien. Du hast das Rundum-Sorglos-Paket bei Neubauten. Bei Bestandsimmobilien, klar, hast du natürlich einen günstigen Einstieg. In der Regel. Wir sehen auch gerade, dass Denkmalschutzimmobilien teurer verkauft werden als Neubauimmobilien. Ja, weil es halt einfach wie ein Oldtimer ist. Ja, und weil es irrational ist, weil es Steuervorteile gibt. Und das immer, wenn es Steuervorteile gibt, ist meistens dann nicht der Käufer der Begünstigste, sondern der Verkäufer. Derjenige, der sich die Sachen halt mitnimmt. Okay. Grundsätzlich, wie gesagt, wenn ich, sag mal, Schnäppchen machen möchte, dann gucke ich, dass ich ein Haus habe, wo die Mieten noch nicht entwickelt sind. Gucke, dass ich die Mieten nach und nach hier auf Marktniveau bringe. Gucke, dass das Haus gut in Schuss ist. Da komme ich ja her, ist das Thema, wenn ich solche Häuser finde, vielleicht so ein Haus mit 10, 20 Wohnungen, dass man das dann aufteilt in ein Wohneigentum, den Mietern als Kauf anbietet und die freien Wohnungen entweder an den Werbungskäufer oder halt an Kapitalanleger. Da der alte Spruch hier, die einzelnen Schnitzel sind mehr wert als das Schwein, so kann ich vielleicht eine Veredelung machen. Okay. Und beim Neubau sehe ich jetzt noch ein Risiko. Jetzt würde mich interessieren, wie du das beurteilst. Und zwar, manchmal kauft man ja die Katze im Sack, du weißt nicht, die Bauträger geraten zunehmend unter Druck und pfuschen auch ein bisschen ab und zu und du weißt ja nicht am Ende des Tages, ob es auch wirklich so ausschaut wie auf den Bildern. Beim Bestand kannst du es dir angucken und du weißt, was los ist. Ja, die meisten Bauträger haben natürlich auch erst ihren Gewinn, wenn das Objekt zu Ende gebaut ist und haben ein ureigenes Interesse, dass das Objekt fertig ist. Man muss vielleicht sehen, momentan ist die Marktlage ja sehr gut und die meisten Bauprojekte werden auch natürlich auch abgeschlossen. Wird es immer Ausnahmen geben. Aber vielleicht von der Preisgestaltung, die meisten Bauträger agieren so, du hast unterschiedliche Preise. Wenn du vom Plan kaufst, ist es meistens günstiger, als wenn das Objekt schon fertig ist. Weil du halt dieses Risiko hast, wer das überhaupt gebaut, Gebäude, du hast Zwischenfinanzierungskosten. Aber dieser, sag mal, First Mover Advantage, die wird auch meistens belohnt durch einen höheren Preis. Das erleben wir in der Praxis ständig, dass Objekte, umso mehr sie fortgeschritten sind, dass sie dann nochmal 2-3 Preiserhöhungen in der Vertriebsphase erleben. Interessant. Und jetzt habe ich auch noch zwei interessante Punkte. Und zwar der eine davon ist, also viele Investoren schauen hier zu und jeder von denen stellt sich die Frage, wie werde ich von einem Makler bevorzugt behandelt und wie kriege ich die geilen Deals als erstes? Du kriegst ja sicherlich ab und zu das ein oder andere tolle Angebot. Und was macht die Investoren attraktiv, dass du sagst, hey, das schicke ich mal dem zuerst oder gibt es sowas bei dir nicht? Also es gibt, sag mal, schon Kunden, wo ich weiß, die kaufen jedes Jahr mehr von mir ein Haus. Und wenn wir was Neues reinkommen, dann sprechen wir auch mit denen und bieten denen das Objekt auch an. Okay. Da müssen wir natürlich auch Transparenz machen und gucken, dass der Verkäufer auch einverstanden ist, dass es dann nicht zum Inzuchtgeschäft kommt, sondern er möchte ja, meistens hat er Interesse, dass er einen besten Preis bekommt. Und daher ist das Thema, sind die Bestandskunden bereit, immer den besten Preis zu zahlen, ist nicht immer gegeben. Wir merken auch, wenn wir Objekte dann auch neu vermarkten, dass es dann doch jemanden gibt, der dann bereit ist, dann auch noch einen besseren Preis zu zahlen. Okay. Ja. So, wenn ich ein Objekt dann zur Vermarktung hätte, dann schicke ich es dir einfach zu und du kümmerst dich um alles, oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, dann Rainer Redderhase, Riedes ist Stuttgart, ich bin euer Mann. Also, freue mich auf euch. Hier, euer Dr. Wobry. Und die Aufteilung machst du auch, wenn es Sinn macht? Ja, es macht keinen Sinn. Meistens für ein Zweifamilienhaus oder Dreifamilienhaus muss es schon sich ganz gut genau rechnen. Aber so ab, ein Kollege baut gerade ein Haus oder teilt gerade ein Haus in Gelsenkirchen auf mit 6 Einheiten, das macht natürlich auch durchaus Sinn. Alles klar. Okay, ist natürlich viel Arbeit. Und wir haben momentan eine Marktsituation, da wird teilweise für das Schwein mehr gezahlt als für die einzelnen Koteletts. Das ist hier schon verrückt. Wir hatten gerade über ein Projekt in München gesprochen. Da war es so gewesen, dass sowohl durch ein Mieterverfahren hier tatsächlich Investoren bereit sind, mehr zu zahlen als für die einzelne Wohnung. Was eigentlich, ja,
Weil es schneller geht, Gelder unterzubringen. Ja, nicht marktüblich ist, aber es gibt Märkte, da wird halt nichts Neues mehr gebaut. Da ist es halt dann schwierig. Alles klar. Ja, super dann. Vielen Dank, Herr Dr. Wobry, für die Einblicke. Ja, fröhlich. Also viel Spaß beim Investieren und toi, toi, toi. Alles Gute. Dankeschön, ebenso alles Gute. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf der MIPIM. Wir sehen uns auf der MIPIM. Wir haben uns übrigens im Flieger kennengelernt. Flughafen. Ja, stimmt. Eine Stufe vorher.